Hi meine Lieben! Ja, ich war schon wieder fleißig bei dem Einkaufen. Ich weiß, momentan ist es wirklich viel. Aber Catrice hat jetzt die neue Sortimentsumstellung gehabt und die haben ganz tolle Produkte mit reinbekommen. Und die musste ich mir natürlich anschauen und habe auch gleich ein paar gekauft und schon getestet. Und die ersten Produkte, von denen ich wahnsinnig überzeugt bin, sind die neuen Ultimate Shine Gel Color Lippenstifte. Und die sehen so aus. Also sie glänzen wunderschön auf den Lippen. Das ist jetzt die Farbe 020 Red or Bad. Und die haben auch eine tolle Farbabgabe. Und einmal die Farbe 010 Love's Divine. Das ist jetzt so eine bärige Farbe. Die trage ich aber auch gerade auf den Lippen. Also ihr müsst die unbedingt swatchen, denn so wie sie an sich aussehen, sehen sie halt nicht auf den Lippen aus. Und die haben auch ganz viele andere Farben, aber die haben mir jetzt für den ersten Blick am besten gefallen. Dann hat Catrice natürlich auch so ein Dupe rausgebracht zu diesen Chubby Sticks. Und das ist jetzt der Pure Shine Color Lip Balm. Sieht genauso aus wie all die anderen Dupes auch. Aber ich finde die Farbe wunderschön. Er lässt sich genauso auftragen wie die von Astor. Das ist jetzt die Farbe 050 Cherry Tie. Und ich finde den richtig toll. Der glänzt auch schön und dieses Pinkrot finde ich sehr hübsch. Dann hat Catrice einen neuen Liquid Eyeliner rausgebracht und der hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Das ist der Ultra Fine Ink Eyeliner und in der Waterproof Variante, den gibt es auch noch normal. Und das ist so ein komisches Pinselchen, also irgendwie so, ich weiß nicht, das gibt so schnell nach. Ich habe den zwar jetzt auch benutzt für meinen Eyeliner, ja, aber ich finde ihn nicht so gut vom Auftrag her. Also es ist schon ein bisschen schwierig, weil er einfach wahnsinnig schnell nachgibt. Falls ihr da irgendwelche Tipps habt für mich, ich benutze ja in letzter Zeit gerne den Essence Eyeliner, den Liquid Liner und vorher den Catrice. Und falls ihr irgendwelche Tipps für Eyeliner-mäßig habt, also am liebsten so Flüssig-Eyeliner, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann habe ich von Balea dieses Deo-Spray gekauft in der Geruchsrichtung Pitaya. Und oh mein Gott, ich liebe dieses Pitaya-Zeug. Also ich habe noch nie eine gegessen irgendwie, aber das riecht so lecker. Es nennt sich ein exotischer Frischeduft und genau das ist es. Es riecht frisch und trotzdem irgendwie fruchtig, exotisch, aber nicht zu süß. Das kann ich gar nicht haben, wenn es zu zuckrig irgendwie riecht. Und das Design ist auch ganz süß und das kostet nicht viel und ich liebe das. Und es ist auch ohne Alkohol, auch oft ganz wichtig. Und ja, ich bin absolut überzeugt davon. Einer hat mir bei Instagram schon geschrieben, das würde aus dem Sortiment gehen. Ja, schade, weil das ist klar, wenn ich wieder was mag, geht es aus dem Sortiment, ne? Voll fies. Aber ich hoffe jetzt erstmal nicht und habe mir schon ein Backup davon gleich mitgenommen. Dann habe ich bei Labello wieder den hier entdeckt. Das ist der Vitamin Shake Cranberry and Raspberry. Und der sieht so marmoriert aus irgendwie. Und den hatte ich schon mal und ich liebe den. Und der riecht so lecker und fruchtig und ja, wie so ein Vitaminshake. Also wirklich, es riecht richtig gut. Den kann ich nur empfehlen. Der glänzt auch so schön rötlich, pink auf den Lippen. Wie so ein Gloss sieht das fast schon aus. Dann habe ich mir von Schwarzkopf die Perfect Mousse Haarfarbe geholt in der Farbe 465 Schokobraun. Vorher hatte ich immer die Farbe Haselnuss, die mochte ich auch ziemlich gerne. Und jetzt habe ich mir die Farbe Schokobraun mal geholt und habe die auch schon drauf, aber jetzt sieht es irgendwie, ja, irgendwie sieht es jetzt dunkler aus, als es wirklich ist. Und ja, ich bin begeistert von diesen Farben, ich mag die Perfect Mousse Farben super gerne. Dann habe ich mir noch was gekauft und ich finde es erstaunlich, dass eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, es kein einziger Beauty-YouTuber in die Kamera hält, was er so ein bisschen Privateres kauft, würde ich jetzt mal sagen. Also ich rede von so Sachen wie Tampon, Slip-Einlagen etc. und so. Und ich habe gedacht, ich mache es jetzt einfach mal. Und ich liebe und kaufe fast immer diese dünnen Slip-Einlagen, die man täglich nehmen kann. Also das sind keine so richtige dicke Slip-Einlagen, sondern nur so ganz dünne, die eigentlich mehr so, wie soll ich sagen, zur Hygiene beitragen. Also ich mag die, sind super angenehm, weil meistens gibt es ja auch Unterwäsche, die nicht gerade den tollsten Stoff haben. Und im Winter ist es auch noch super praktisch, wenn man zu Blasenentzündung neigt und dass da nochmal ein Stückchen Stoff dazwischen ist. Ich zeige euch das mal kurz.
So sehen die Dinge aus. Die sind absolut hauchdünn. Das ist ein Millimeter, ja. Wenn überhaupt. Und ja, man kann die auch noch umklappen. Moment hier rum. Man kann die so nochmal umklappen, je nachdem, was man trägt und so. Und das ist einfach sowas von hygienisch und viel angenehmer. Und ich mag die super gerne. Ich weiß gar nicht, warum das noch nie jemand irgendwie in die Kamera gezeigt hat. Und das ist jetzt von dieser Eigenmarke von DM, Jessa, wie auch immer. Und ja, absolutes Top-Ding und ich kann das nur jedem empfehlen. Die gibt es auch in Weiß, aber ich mag die schwarzen viel lieber. Das sieht irgendwie besser aus wie so weiße. Ja, kommt natürlich auch auf die Farbe der Unterwäsche immer wieder an. Dann habe ich mir noch von Bioderma, das gibt es allerdings nicht bei DM, aber das habe ich mir jetzt noch über so eine Versandapotheke im Internet geholt, denn bei Amazon und sonstigen Sachen ist das total überteuert. Und das ist einmal von Bioderma, das Sebium Pore Refiner. Davon haben auch schon einige gesprochen, dass das super gegen größere Poren sein soll. Und das wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Und einmal Bioderma Sebium Matt. Das soll auch super sein für so glänzende T-Zonen, wie ich sie halt habe. Und ja, wenn ich da noch was super Tolles berichten kann, dann werde ich es natürlich tun. Aber das kann natürlich ein bisschen dauern, weil man muss das ja richtig testen. Ja, das war's dann schon mit meinem Haul. Ich wollte euch vor allem eben diese Catrice-Lippenstifte-Dinger zeigen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!